Maja Storke, Niederlage im nicht zum Schluss sehr umkämpften Match. Wie gross ist die Enttäuschung? Sicher gross. Also vor allem nachher dann im dritten Satz, wo wir gut gestartet haben und den Satz haben gewinnen konnten, haben wir gesehen, wir können auf dem Level spielen. Und egal wie stark das andere Team war, wir können dagegenheben. Und da ist es natürlich schade, dass wir nicht noch einen Punkt holen können. Das wäre sicher wichtig für die kommenden Spiele. Man muss halt einfach sagen, wir sind jung, wir sind in diesen Situationen, merkt man einfach noch, dass vielleicht ein bisschen Erfahrung fehlt, um am Schluss wirklich das durchzuziehen. Aber es ist sicher einerseits positiv gesehen, dass wir das geschafft haben, aber andererseits auch schade, dass wir es nicht haben durchziehen können. Die ersten zwei Sätze waren schwierig, nachher eine unglaubliche Leistungssteigerung auf Satz 3 und 4. Wie war das möglich? Ich glaube, wir haben einfach unseren Gameplan besser umgesetzt. Also wir haben die Bälle blockt, die wir haben müssen blocken mussten. Wir haben die einfachen Bälle können nutzen und unsere Chancen wirklich nutzen. Das ist wichtig, das brauchen wir. Weil wenn wir, es gibt schwierige Bälle und dann müssen wir das Beste daraus machen. Aber die, wo wir unsere Chancen haben, wo wir genau wissen, was passiert, dann müssen wir einfach den Punkt machen. In Anbetracht jetzt auf die Woche, auf DM Quali, wie gross war jetzt der Rückschlag heute? Ich glaube nicht allzu gross. Also wir sind sicher, das Spiel gegangen und gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben gewusst, wir haben eine Chance, aber wenn wir verlieren, ist es auch egal. Weil wir müssen gegen Estland einfach nochmal gewinnen, das ist das Wichtigste. Jeder Punkt hier kann uns natürlich helfen, aber wir wissen, wir gegen Estland haben gesagt, wir können gezeigt, wir können gewinnen und das ist jetzt das, worauf wir uns fokussieren. Für dich nach einer sehr intensiven und langen Bundesliga-Saison jetzt zwei wieder sehr intensive Spiele mit den Nazi. Wie geht es dir? Gut. Also ich glaube, wir schauen, dass außerhalb die Belastung so klein wie möglich ist, dass ich Vollgas in das Spiel gehe. Und ich meine, es macht auch Spaß und wir haben Bock, uns zu qualifizieren für die EM. Darum schmeißen wir einfach alles nochmal rein. Merci und weiterhin viel Erfolg.